So, der Bundesparteitag der PDV 2017 ist zu Ende. Ich habe jetzt die Gelegenheit, mit dem neuen Vorstand noch ein kleines Fazit zu ziehen von diesem Parteitag. Dazu habe ich neben mir den alten, neuen ersten Vorsitzenden, den Friedrich Dominikus, seinen Stellvertreter, den Markus Wied und den Generalsekretär auf meiner linken Seite, Dirk Hesse. Ich fange mal beim neuen, alten Vorsitzenden an. Friedrich, was ist das Fazit dieses Parteitags? Bevor ich dazu komme, möchte ich mich erstmal bei der Ausrichter bedanken. Der steht links neben dir. Also danke, Dirk, für deine Arbeit, für deine Einladung, dass du uns hier auch verköstigt hast. Fazit. Ja, das erste Fazit ist schon mal, dass wir relativ wenig Änderungen im Vorstand hatten. Im Prinzip ist das eine Neuigkeit für die PDV. Du warst ja auf den anderen Bundesparteitagen dabei und da weißt du, dass da um einiges mehr los gewesen ist, was das angeht. Ja, das hat mich tatsächlich gewundert, dass es diesmal keine Brüche gegeben hat, so wie man das von der PDV ja so kennt. Ja, wir üben, aber wir versuchen natürlich uns auch zu verbessern und ich glaube, wir können von einer Verbesserung durchaus jetzt sprechen. Man muss jetzt einfach mal feststellen, wir waren in einer problematischen Situation, wo der alte Vorstand komplett zurückgetreten ist. Das ist einfach so gewesen. Wir sind dazugekommen, eigentlich relativ unbedarft, eigentlich im Grunde. Hatten natürlich schon den Vorteil, dass wir schon ein paar Leute hatten, immer noch was wussten. Das war natürlich unser Riesenvorteil, den eben Neugründer eben so nicht haben bei der Partei. Aber jetzt ist es natürlich so schon, dass wir im Prinzip alte Hasen ist vielleicht übertrieben, aber doch schon eine gewisse Routine entwickelt haben. Und die Leute wissen jetzt eigentlich mehr oder minder, was sie von uns zu erwarten haben. Und vor allen Dingen natürlich die Vorstandskollegen wissen eigentlich, wenn der Friedrich das und das sagt, dann kommt da entweder was Vernünftiges bei rum, dann kann man mit ihm reden, oder der schimpft rum, dass man ihm vielleicht doch erstmal einbremsen sollte. Aber ich glaube, die Kollegen sind der Meinung, mit dem Dominikus kann man reden. Und so ist das eigentlich im Vorstand generell. Man kann mit den Leuten reden. Und gerade auch heute wieder das beste Beispiel gewesen, die Verabschiedung des Wahlprogramms ging ja nicht ohne Diskussionen ab. Und die waren ja relativ kernig, sag ich einfach mal. Nur, das Gute ist, wir können das eben machen und dann streiten wir uns über diese Punkte, auch ruhig etwas heftiger, aber wenn wir dann eben zusammen was abgestimmt haben, dann können wir eigentlich sagen, es ist tatsächlich besser geworden als das, was wir vorher gehabt haben. Und das ist heute passiert. Wir hatten einen Vorschlag und den Vorschlag haben wir tatsächlich verbessert. Und das geht eben am einfachsten, wenn man sich klar seine Meinung äußert und dass man dann aber auch die anderen respektiert und sagt, ich sehe das anders und so weiter und dafür haben wir die Abstimmung. Und das ist heute eben eigentlich fast optimal gelaufen. Also Dirk Hesse, ich will das jetzt auch nochmal ein bisschen positiver formulieren, was ich eben so angemerkt habe. Es ist tatsächlich, das habe ich ja auch vorhin gesagt, eine besondere neue Kontinuität zutage getreten und hier spürbar gewesen. Aber sag das doch mal mit deinen Worten, was hier passiert ist auf diesem Parteitag. Ich habe es ja eigentlich schon vor dem Parteitag gesagt, dass wir eigentlich eine sehr harmonische Partei sind, dass ich kaum, und ich habe ja ein bisschen Einblick auch in andere Parteien, dass ich keine Partei kenne, wo es so harmonisch und zivilisiert auch in Diskussionen abgeht. Wir haben keine Flügelkämpfe. Der Friedrich hat, als wir mit dem Wahlprogramm angefangen haben, der hat erst geschimpft wie ein Rohrspatz und hinterher hat er gesungen wie eine fröhliche Amsel im Frühling. So, der Markus, du bist seit letztem Jahr Nachwahl in Leipzig in den Vorstand gekommen, hier als Stellvertreter des ersten Vorsitzenden. Wie hast du den Parteitag erlebt? Also erstmal muss ich sagen, dass ich es schön finde, gerade beim Vorstand, dass es so ein zusammengeschweißtes Team ist. Und man hat das jetzt in der Zeit auch gemerkt, dass es immer harmonischer abläuft, die Zusammenarbeit. Und der Bundesparteitag hat ja wieder mal gezeigt, dass wir es immer noch schaffen, was auf die Beine zu stellen. Wir haben jetzt unseren Leitfaden für die fürs Wahlprogramm zusammengestellt und ich finde, das ist auch gut gelungen und ist auch gut geworden. Ja, und darauf basieren können wir jetzt in unseren Landesverbänden unsere Arbeiten aufbauen. Das wäre jetzt genau meine nächste Frage. Was sind jetzt die nächsten Punkte, Stationen, die jetzt angestrebt werden? Was sind die nächsten Aufgaben der Partei? Ja, die Aufgaben sind für eine Partei natürlich relativ einfach zu umreißen. Eine Partei hat an den Wahlen teilzunehmen. Wir müssen uns also bemühen, an den Wahlen teilzunehmen. Wir müssen aber auch den Realitäten ins Auge gucken, dass die Wahlvorausbedingungen in den Flächenländern relativ anspruchsvoll sind für eine kleine Partei. Wir haben in jetzt
4 Landesverbänden, soweit ich weiß, Landeslisten zusammengekriegt. Und in 3 davon brauchen wir alleine für jedes Land 2000 Unterstützungsunterschriften, was alleine für 6000 Unterstützungsunterschriften sind in diesen 3 Ländern, um an der Bundestagswahl teilzunehmen. Das ist immer für so eine kleine Partei, wie wir es derzeitig sind, ein Problem. Das kann man auch nicht beschönigen, aber wir können natürlich auch sagen, wir kommen jetzt in ein anderes Land rein, wo wir mit weniger Unterstützungsunterschriften hinkommen könnten. Und natürlich jetzt haben wir die nächste größere Wahl, die uns viel einfacher von Hand geht, weil wir da im gesamten Gebiet sammeln können, ist natürlich für uns die Europawahl. Und vor allen Dingen der Riesenvorteil für die kleine Partei, wie wir es sind, ist eben, in Deutschland haben wir die 5%-Hürde. Da müssen wir als kleine Partei erstmal drüber kommen. Einen Direktkandidaten können wir aufstellen, aber ein Direktkandidaten ist genau einmal in den Bundestag gekommen oder parteilos gewesen ist. Es gibt keine Direktkandidaten, die direkt gewählt wurden, die nicht in der Partei oder sowas drin sind. Und das ist also eine Sache, die für eine kleine Partei fast nicht zu schaffen ist. Aber man muss eben auch zugestehen, wir sind eben jetzt ruhiger geworden. Wir konnten die Querelen, sag ich mal, ausdiskutieren und vor allen Dingen können wir uns auch dementsprechend untereinander unterhalten und das ist immerhin was, wo man drauf aufbauen kann. Also Teilnahme, klar, Teilnahme bei den Wahlen und realistisches Ziel wahrscheinlich die Europawahl im übernächsten Jahr oder was das ist. Das hört sich ja nach viel Arbeit an, Herr Generalsekretär. Es wurde auch darüber diskutiert, dass man mit einem anderen Auftritt in der Öffentlichkeit vielleicht mal ein bisschen besser und noch effektiver, erfolgreicher in Zukunft rüberkommen möchte. Dass also noch mehr potenzielle Interessenten mal auf die PDV aufmerksam werden. Wie soll das erreicht werden? Also man merkt das ja auch beim Unterschriftensammeln. Die PDV ist viel zu wenig bekannt. Sie ist bekannt in den liberalen, libertären Kanälen, mit ihrem YouTube-Kanal, sie ist auf Facebook, in den Social Media bekannt. Aber wer so gar nicht dort unterwegs ist, der weiß nichts von der Partei der Vernunft. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns, mal rauszukommen, mal neue Kanäle zu finden, dass wir wirklich mal ein Marketing-Team hier entwickeln, was sich überlegt, wie kommen wir nach draußen? Wir haben über Printmedien gesprochen, wir haben gesagt, wir müssen mal versuchen, ins Fernsehen zu kommen oder ins Radio zu kommen, in die Printmedien zu kommen, vielleicht ein Buch mit Essays oder was herauszugeben. Also Marketingmaßnahmen sind ein ganz wichtiger Punkt. Marketingmaßnahmen bringen dann hoffentlich auch noch mehr Mitglieder und mehr Mitglieder bringen mehr Unterschriften und erleichtern wieder den Weg zur Wahlteilnahme. Die Zusammenarbeit in Landesverbänden, lässt sich da auch noch was verbessern? Da frage ich mal noch den Markus Wied, weil du ja auch Vorsitzender eines Landesverbandes bist. Also ich finde, ich hatte da auch schon mit 3 Landesvorstandskollegen aus anderen Ländern darüber gesprochen, dass es wichtig wäre, dass man sich ein bisschen mehr vernetzt, dass man eventuell auch ab und zu mal sich austauscht, was in den anderen Landesverbänden gerade passiert, was gut läuft, was nicht so gut läuft, um auch sich gegenseitig ein bisschen mehr zu helfen. Dass man auf jeden Fall in der Hinsicht ein bisschen mehr in die Wege leitet. Und wie der Dirk das eben schon ansagte, also es ist wirklich wichtig, dass wir Mitglieder in den Landesverbänden bekommen, um alle Aufgaben verteilen zu können, um uns gerade bei den Unterstützungsunterschriften, weil ich ja selber gerade am Sammeln bin und merke, wie schwer doch 2000 sind, die sich im ersten Moment erstmal nach wenig anhören, wenn man es so nimmt. Aber wir brauchen die Leute, die uns beim Unterstützen helfen. Ohne die ist es so gut wie nicht machbar momentan, die 2000 Unterschriften zusammenzubekommen. Die Teilnehmer, die ich heute erlebt habe, heute und gestern hier, die hier waren, sind ja nun eben gefahren, irgendwie mit einer guten Stimmung an Bord. Also da ist eine positive Stimmung rübergebracht worden. Was kann vielleicht passieren, um die Mitglieder nochmal zu einer ähnlichen Stimmung zu bringen, beziehungsweise denen, die von der Botschaft zu überzeugen, dass jetzt eine Perspektive neu da ist? Ja, ich habe ja einen Vortrag darüber gehalten, was eigentlich unser Problem als Partei ist oder auch für alle Liberalen ist. Es ist einfach dazu, dass wir die Liberalen einfach dazu motivieren müssen, wirklich auch aufzustehen und für liberale Positionen zu streiten. Und wie kann man für eine liberale Position streiten in Deutschland? Indem man die PDV zum Beispiel unterstützt. Also sind wir nicht nur an die Mitglieder müssen wir herantreten, sondern es müssen eigentlich diejenigen, die liberal denken, einfach auch die PDV noch mehr entdecken und sagen, ja, wir brauchen einen politischen Arm und diesen politischen Arm nehmen wir die PDV. Wenn das die Liberalen machten, wäre
wären natürlich Unterstützungsunterschriften kein Thema mehr, weil es gibt in Deutschland noch genügend Liberale, die sind halt eben nur zersplittert und zersplittert auf die verschiedenen Parteien. Zum Beispiel gibt es natürlich einen liberalen Flügel in der AfD, es gibt natürlich einen liberalen Flügel in der CDU, es gibt natürlich einen liberalen Flügel auch in der FDP. Aber das sind dann im Prinzip schon wieder drei unterschiedliche Parteien, die sich, sag ich mal, wo die Liberalen sich ja gegenseitig eigentlich wieder auf die Füße treten. Wenn sie jetzt aber so wären, dass wir diese Liberalen aus diesen Parteien für uns mehr begeistern könnten, hätten wir natürlich dreimal so viel als jede einzelne Partei. Also logischerweise haben wir es dann einfacher, unsere liberalen Positionen auch zum Gehör zu verschaffen. Also brauchen wir Liberale, die nicht nur in Stammtischen sind, in Vereinen, sondern die Liberalen, die sagen, ja, ich möchte eine liberale Politik, ich unterstütze die PDV. Und der Weg muss eben, das hast du wunderschön in deinem Vortrag auf dem Parteitag gesagt, der kann nur über die Parlamente führen und der kann nur auf einem realistischen Weg erfolgen. Alles andere ist ein sehr blutiger Weg, den wir nicht beschreiten wollen. Insofern sehen wir uns auch eher, sagen wir mal, als Botschafter von Freiheit. Uns ist es ja in erster Linie gar nicht so wichtig, an irgendwelche Futtertröge in den Regierungen zu kommen, sondern uns geht es ja bloß darum, dass wir tatsächlich mit etwas weniger Staat leben können. Das heißt, etwas weniger Steuern bezahlen, etwas weniger reguliert werden und das in kleinen Schritten. Das wird natürlich wieder zu Streit mit den Anarchokapitalisten und den Extremen führen, die sagen, ah, das ist ja doch keine liberalen Positionen oder keine libertären Positionen, für die die Partei der Vernunft steht. Aber wir müssen eben auch Übergänge gestalten und das so gestalten, dass es von Menschen, die sich noch nie mit Libertarismus auseinandergesetzt haben, auch verstanden wird. Ich möchte mich noch zum Schluss nochmal bedanken. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich auf eure Einladung dabei sein konnte. Als Außenstehender habe ich euch jetzt über 2 Jahre verfolgt. Ich habe den Eindruck, dass ihr auf einem guten Weg seid, aber es liegt natürlich noch viel Arbeit vor euch. Ich drücke euch die Daumen, macht was draus. Und ich drücke euch auch die Daumen, dass die Stimmung von diesem Parteitag nach außen rüberkommt. Alles Gute. Hast du noch was? Nein, danke schön. Es ist natürlich wieder nett, dass du vorbeigekommen bist. Ich hoffe, wir sehen uns auch mal wieder und ich hoffe natürlich, dass du dann vielleicht sehen wirst, dass die PDV durchaus da ist und dass du einsiehst, dass du bei uns beitreten musst. Das werde ich bestimmt erstmal so schnell nicht machen, weil dann nehmt ihr mich auch gar nicht mehr so ernst. Also alles Gute wünsche ich euch, ne, und viel Erfolg jetzt bei den kommenden Aufgaben. Ne? Vielen Dank. Dankeschön.